Trainerinnen und Trader und damit herzlich willkommen in der neuen Handelswoche zu den Handelsideen für den 16. Juli 2018. Mein Name ist Mike Seidel und ich führe Sie wie immer durch ein paar meiner Handelsideen hier zusammen mit Tickmill, Ihrem Partner oder Broker für Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und auch Kryptowährungen. All diejenigen, die von Ihnen hier auch live zuschauen, einen guten Start auch hier ins Webinar, beziehungsweise dann, wenn Sie mögen, direkt in den Handel an sich. Wer Fragen hat, hier im Live zu schauen, scheuen Sie sich nicht. Geben Sie im Chat bei Facebook ruhig den ein oder anderen Wunschchart an und wir können dann direkt auch über diesen sprechen. Ludger, einen schönen guten Morgen auch Ihnen. Einen tollen Start. Danke für die Grüße. Bevor wir in das Webinar einsteigen, der obligatorische Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Ja, die letzte Woche, eine Woche mit hin und her, aber dennoch gute Kurszuwächse, gerade bei den US-amerikanischen Indizes. Das Öl hat deutlich nachgegeben. Die Edelmetalle haben auch Kursverluste hinnehmen müssen. All das waren die Dinge, die wir in der letzten Woche hier in unseren Webinaren live gesehen und besprochen haben. Wir schauen einmal, was die neue Handelswoche bringt. Damit beginnen wir auch mit den Tagesnachrichten für heute. Das, was hier nicht im Programm steht, ist sicherlich das, was zwischen Herrn Trump und Herrn Putin so alles an die Medien gerät. Die treffen sich ja heute. Mal sehen, was da so alles noch ans Licht kommt. Das sind ja Dinge, die können die Märkte immer wieder bewegen, ohne dass wir hier eine Planung in die Tagesagenda hineinschreiben können. Was gibt es an planbaren Nachrichten mit der höchsten Relevanz heute um 14 Uhr aus den USA? Da geht es um das Thema Einzelhandelsumsätze aus dem Monat Juni. Um 11 Uhr hier bei uns in Europa gibt es die Handelsbilanz für den Monat Mai und dann nochmal in die USA. Um 14.30 Uhr gibt es den New York Empire State Herstellungsindex und um 16 Uhr die Lagerbestände für den Monat Mai auch aus den USA. Das sind mal einige der wichtigsten Nachrichten, die wir hier heute auch auf der Agenda haben. Und damit würde ich gerne mit Ihnen auch direkt in die Charts hineingehen. Was habe ich heute vorbereitet, wenn Sie den Blog auch sich schon angeschaut haben? Es geht heute um den DAX, es geht um das Gold und das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Und ich würde sagen, wir starten hier direkt in den Charts. Was habe ich gerade offen? Ich habe den Goldpreis offen. Das heißt, wir schauen gleich mal in den Goldpreis hinein. Die Handelsidee hier, Sie sehen vor sich aktuell einen Chart vom Gold im in der Wochenansicht. Das heißt, das ist der Weekly hier an dieser Stelle. Was sehen wir hier? Ich bin da gestern drüber gestolpert, als ich eine große Analyse gemacht habe in den Märkten. Habe gesehen, was der DAX, was das Gold hier unten in diesem Markt macht und habe gesehen, der springt hier unten so an dieser Marke rum von, was haben wir hier unten? Ich habe es nicht mehr im Kopf, ich muss mal nachschauen, in diesem blauen karierten Bereich. Also es sind 1200 um die 35 US-Dollar. Ich habe das gestern gesehen und dachte mir, Mensch, wenn der da unten so rumspringt, musst du doch einfach mal in die Woche schauen, was die Woche da so macht. Und da haben wir in der Woche Interessantes gesehen oder sehen wir in der Woche Interessantes. Und zwar hier haben wir auf der Oberseite erstmal einen Deckel oben drauf bei dem Wert von gut 1365 US-Dollar. Das kann man auch noch ein Stück weit hinten ziehen. Also wir sehen, dieser Deckel auf der Oberseite, der ist schon ein ganzes Stückchen alt hier. Das ist die Ecke hier drüben, wo ich gerade mit dem Cursor bin, ist von 2016, also Juli 2016, ist schon ein ganzes Stückchen alt. Auf der anderen Seite haben wir hier unten diesen Bereich um die 1237 US-Dollar. Ja, bis markiert. Ist eine interessante Geschichte. Warum? Was hat mich hier dran interessiert? Genau die Tatsache, was macht der Markt in diesem Bereich hier unten? Weil wir sehen es, dieser Markt ist in seiner Bewegung, hier gab es nochmal eine kurze Korrektur und dann den starken Schub nach unten, ist in seiner Bewegung schon sehr, sehr, sehr weit gelaufen. Und das ist immer mal wieder ein Ausgangspunkt für eine Gegenbewegung. Heißt also, man kann hier in diesem Bereich durchaus die ein oder andere Kurssteigerung auch sehen. Und hier aus diesem Wochenchart gibt sich mal das Potenzial, was bei einer Erholung auftreten könnte. Das heißt, wir haben schon hier, wenn man mal das Hoch der vergangenen Woche nimmt, haben wir schon das Potenzial, dass der Markt hier auf die
1265 beziehungsweise möglicherweise noch auf die 1272, auf das Vorvorwochenhoch mit ansteigt, wenn das Ganze positiv in der Reaktion kommt. Fällt das Ganze unten drunter, dann haben wir hier als Anlaufmarke als nächstes hier das Wochentief von der, was haben wir unten stehen, 16.07. in der Woche, wo der 16.07. gewesen ist. Da haben wir ein Wochentief, also im letzten Jahr natürlich, versteht sich, 2017. Und hier unten dann, dass dieser Bereich hier um die 1205 US-Dollar-Marke, das sind mal so Anlaufpunkte aus der unteren Seite, die sich hier aus dem Wochenchart heraus ergeben. Und das einfach mal als großes Bild genommen, was der Goldpreis hier entsprechend auch mit macht. Und wenn wir uns das Ganze mal im Tageschart anschauen, dann wäre es das, was wir hier sehen, ja, wäre dann sozusagen eine Korrektur dieses nach unten laufenden Marktes hier. Und das wären dann entsprechend die Anlaufpunkte. Wenn der Markt hier oben drüber laufen sollte, dann wissen Sie, hier oben ist noch der andere Anlaufpunkt. Also das sind alles Dinge, die stehen hier im Gold auf der Agenda. Das heißt, das ist jetzt auf den ersten Blick nichts für ein kurzfristiges Trading, weil der Goldpreis wird mit einer guten Wahrscheinlichkeit nicht innerhalb von ein paar Stunden hier hochlaufen, wenn der Abprall kommt an dieser Stelle. Das heißt, das ist schon etwas für das Mittelfristige. Aber diejenigen, die sich das auch im Kleinen anschauen, gucken Sie sich ruhig mal die Stunde an. An diesen Punkten kann man halt sehr viel machen. Und jetzt sehen wir hier, der Goldpreis hat hier schon einen Aufwärtstrend gebildet. Ist die Korrektur der Abwärtsbewegung, des Abwärtstrends, ist ganz klar, aber wir haben hier schon einen Trend und für diejenigen, die sozusagen beispielsweise die 5 Minuten traden wollen, in den Stundentrend hinein, dann haben wir hier jetzt einen aufwärtsgerichteten Trend, der jetzt gerade in seine Korrektur geht und wer sich das Ganze hier in den 5 Minuten anschaut, der sieht halt, aha, hier haben wir schön den letzten Arm in den 5 Minuten. Jetzt haben wir hier den Abwärtstrend in der Korrektur und wenn dieser wieder aufwärts läuft, dann wäre das ein Zeichen, dass die Stunde noch ein Stückchen weiterläuft. Von unten raus Anlaufpunkt dann natürlich erstmal hier oben, dieses Hoch von 1245 US-Dollar. Also das sind alles Dinge, die sich aus den kleineren Zeiteinheiten ergeben können. Also Sie sehen, es macht auch Sinn, wenn man sich die Analyse mal in den großen Bildern anschaut, kann man diese ganze auch für die kleineren Trades nutzen. Warum? Na klar, wenn Bewegung entsteht, dann ist es ja völlig egal, in welcher Zeiteinheit sie entsteht. Man muss halt einfach nur sehen, dass das Ganze zu den einzelnen Positionsgrößen und zu den Zielen passt. Dann kann man diese Bewegung sehr schön zum eigenen Vorteil nutzen. Und dann schauen wir mal in den nächsten Chart auch hinein. Wir nehmen uns jetzt hier mal den Währungschart, den US-Dollar-japanischen Yen vor. Den ziehe ich hier üben gleich wieder rein. Und hier schauen wir uns auch den entsprechenden Tageschart an. Was gab es hier entsprechend zu berichten oder gibt es hier an dieser Stelle zu berichten? Wir haben einen aufwärtsgerichteten Markt. Hier sehen wir es, ich habe das für Sie mal blau gekennzeichnet, schön einen Aufwärtstrend. Der hatte auch hier in der letzten Woche das Hoch hier rausgenommen bei 111,394 in diesem Bereich. Ist schön nach oben gelaufen. Heißt, wir haben eine schön langlaufende Bewegung. Am Freitag nun kam es hier im Chart zur Bildung dieser Short-Umkehrkerze hier in diesem Bereich. Ich nehme mal kurz diese Linie raus, damit wir das besser sehen. Wir haben hier diese Short-Umkehrkerze gehabt an dieser Stelle. In ihrer Verordnung ist das manchmal ein Anzeichen dafür, dass der Markt doch ein Stück weit nach unten laufen kann. Heißt also, wenn es hier zur Bestätigung auf der Unterseite kommt, dann wäre es durchaus gut und gerne möglich, dass wir hier in das Tagestief vom Donnerstag hineinlaufen, um die 111,915, beziehungsweise auch, was nicht unwahrscheinlich ist, wenn eine Korrektur ein Stück weit läuft, dass man auch dieses Ausbruchsniveau nochmal locker testet. Das wäre dann bei 111,394. Also das zunächst die Anlaufpunkte an dieser Stelle. Wenn der Markt dann wieder nach oben dreht, also egal wann jetzt erstmal, haben wir auf der Oberseite dann entsprechend hier ein paar Punkte liegen. Ich mache Ihnen den Chart mal ein klein wenig kleiner, dass Sie sehen, wo es herkommt. Das heißt, wenn diese Korrektur hier irgendwann zu Ende ist, egal wann, ob sie nur jetzt direkt durchstartet oder ob wir noch ein Stückchen tiefer laufen, das spielt ja jetzt erstmal keine Rolle für diejenigen, die in Trendrichtung traden wollen. Wir haben dann hier oben in diesem Bereich, Sie sehen es hier, um die 113,385, 113,631 und 113,741 ein paar Hochs relativ nah beieinander stehen, die doch dann durchaus angelaufen werden können, wenn sich dieser Trend hier entsprechend fortsetzt. Und das, was im Kurzfristigen passiert, das möchte ich mir mit Ihnen auch mal schnell anschauen. Und zwar schauen wir hier wieder in den Chart der Stunde hinein und wir sehen hier das, was wir letzte Woche gesehen haben, das am Freitag, das war entsprechend diese Abverkaufskerze. Jetzt haben wir hier eine Kerze, die nach oben gelaufen ist. Also der Tag hier ist momentan grün. Das sehen wir an dieser Kerze. Ja, das ist ersichtlich. Aber was wir halt sehen, wir sehen hier untergeordnet in der Stunde einen Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend
zeigt sich halt hier an dieser Stelle, ich zeichne Ihnen das mal kurz ein, hier haben wir die initiale Bewegung gehabt, die auch diesen Aufwärtstrend gebrochen hat, hier unten an dieser Stelle, dann gab es hier entsprechend eine Korrektur, eine weitere Bewegung und jetzt sehen Sie, was der Markt hier macht, wir sind wieder in die Korrektur gelaufen, jetzt tendiert der Markt hier entsprechend wieder nach unten und diejenigen von Ihnen, die das traden wollen, im kurzfristigen Bereich, die schauen dann halt gerne auch in die 5 Minuten und hier sehen wir genau, was passiert, das ist genau das gleiche Bild, was ich Ihnen gerade beim Gold gezeigt habe. Wir hatten die Korrektur hier als Aufwärtstrend entsprechend. Jetzt haben wir hier in den 5 Minuten einen schön laufenden Abwärtstrend und das ist genau das Bild, wenn dieser Abwärtstrend weiterläuft. Hier unten an dieser Stelle entsprechend setzt sich dieser Trend fort. Das wäre dann sozusagen das Signal, nach unten hin einzusteigen und da würden wir sozusagen in den abwärts laufenden Markt hineindrehen, wenn der Markt hier weiter nach unten läuft. Das ist halt wichtig. Wir können halt nicht in die Glaskugel schauen und dann sehen wir sozusagen hier in der Stunde diesen Fortlauf nach unten hin. Dann wären erstmal die nächsten Anlaufbereiche hier entsprechend. Das können Sie sich sehr schön auch aus dem 5-Minuten-Chart rausziehen oder Sie gucken sich das Ganze hier im Stundenchart an. Und zwar schauen Sie, hier haben wir nach unten hin die Anlaufpunkte. Das wäre der Bereich, wo wir gerade stehen. Der nächste Korrekturbereich, also der nächste Aufwärtsbereich wäre dann 112,311, bevor wir hier unten ankommen. Das heißt, hier haben wir ja den Aufwärtstrend gehabt. Und wenn wir uns das Ganze in den 5 Minuten mal anschauen, dann sind das halt die Level hier, die Korrekturtiefs dieses Aufwärtstrends. Das sind halt die Punkte, die wir nach unten hin anlaufen können. Mal sehen, was der Markt macht, aber momentan haben wir hier das Bild, dass wir weiter nach unten drehen und die Korrektur sich ein wenig fortsetzen kann. Also das so zum Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Und dann schauen wir noch auf unseren Heimatindex, den DAX 30. Hier haben wir im Tageschart, wir sehen halt einen Markt hier, Sie sehen es nach oben, wir haben einen übergeordneten Abwärtstrend, das haben wir in der letzten Woche miteinander auch gemeinsam besprochen, jetzt läuft er hier vorbörslich momentan etwas nach unten, was ich Ihnen hier eingezeichnet habe, ist der Korrekturtrend, das heißt, wir haben jetzt hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, so jetzt haben wir hier die Korrektur, nur der Tag hat uns hier keinen klassischen Trend geschenkt momentan, so wie wir das beispielsweise hier oben sehen, dass wir einen untergeordneten Trend sehen können. Aber wir sehen hier selbstverständlich einen Trend und diesen Trend sehen wir in der Stunde. Das habe ich Ihnen mal eingezeichnet in den Tag, damit man das etwas mehr verdeutlichen kann. Schauen Sie, hier haben wir diesen Aufwärtstrend. Nicht wundern, dass das ein bisschen verschoben ist. Ich habe diese Grafik im Tageschart gezeichnet, deswegen passen diese Hoch- und Tiefpunkte nicht ganz so überein, aber das ist das Grundbild, was wir hier einfach mal sehen und was wir hier jetzt sehen, ist sozusagen hier diesen Aufwärtstrend, der in seiner Korrektur ist, dann hat sich hier quasi in der Stunde, sehen wir das, in den Korrekturen hat sich auch ein Abwärtstrend gebildet, dieser Abwärtstrend ist jetzt gebrochen worden, das heißt, wir haben untergeordnet in der Stunde wieder schön einen Aufwärtstrend, der jetzt tief in seine Korrektur hineinläuft und jetzt ist es halt wichtig, was hier passiert, wir wissen ja nicht genau, was der Markt macht, er kann nach oben laufen, wieder auf dem Tag oder nach unten laufen. Und die Idee ist halt hier zu sagen, wir richten uns wieder nach dem Markt. Heißt, wenn wir hier unten jetzt unter dieses Limit, unter dieses Level, was ich hier eingekreuzt habe, runterlaufen, dann würde der Markt sozusagen den Trend der Stunde erst einmal brechen. Wir würden hier nach unten möglicherweise tiefere Kurse sehen, beziehungsweise einen Neubeginn der Abwärtsbewegung. Das wäre das eine. Wenn hier gebrochen wird, wird hier nicht gebrochen und der Markt dreht sozusagen rum, dann kommen wir hier aus dieser Korrektur von unten her schön tief raus und würden dann entsprechend nach oben laufen und wenn der Obenlauf weitergeht, dann haben wir hier die Chance auf diese 12.640 Punkte Marke raufzulaufen und diese 12.640 Punkte Marke, das ist dann entsprechend der Bereich, den wir brauchen, um hier oben drüber zu laufen und dann hier untergeordnet einen Aufwärtstrend zu bilden. Also das ist mal die Marke. Wenn dieser Markt hier oben drüber läuft, dann haben wir hier einen Aufwärtstrend, ne, den sehen wir dann, wir haben Bewegung, Korrektur und jetzt die Bewegung oben drüber, das wäre dann der entsprechende Aufwärtstrend, also das heißt, wir müssen hier über die 12.640 Punkte Marke drüber gehen, nächster Anlaufpunkt oder nächste Anlaufmarke wäre dann hier oben um die 12.770 Punkte Marke. Hier haben wir zwei Tageshochs miteinander stehen. Das ist dann hier auch nochmal ein Bereich gewesen, wo von oben her etwas Unterstützung war, wo der Markt runtergelaufen ist. Also hier ist ein interessanter Drehpunkt, den man dann auch im Auge haben kann. Also wir sehen, wir haben auf der Oberseite Potenzial, wir haben auf der Unterseite Potenzial. Wir werden sehen, was der Markt als leichtesten Widerstand entsprechend hier aufnimmt. Der Markt ist hier der Herr des Ganzen und wir werden uns am besten nach dem Markt auch richten und dann passt das mit den entsprechenden
entsprechenden Handelssetups, also entweder nach oben oder nach unten. Und damit bin ich an dieser Stelle fertig mit meinen Besprechungen. Ich schaue gerade mal in den Chat hinein. Nein, Fragen haben wir keinen. Heißt also, an dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ilmar, ich sehe auch, du bist hier dabei. Einen schönen guten Morgen von meiner Seite auch an dich. Und damit verabschiede ich mich für heute. Morgen gegen 8 Uhr oder spätestens um 8 Uhr gibt es wieder den Blog-Eintrag für all diejenigen, die das Ganze noch nicht gesehen haben. Ich mache den Blog-Eintrag mal eben kurz auf der Website von Tikmil. Gehen Sie einfach auf tikmil.com. Da sehen Sie entsprechend die Website von Tikmil. Hier finden Sie alle Informationen rund um das Trading bei Tikmil, die Konten, die Konditionen, wie das Ganze hier auch für Sie funktionieren kann. Und dann sehen Sie hier oben den Blog-Eintrag. Und im Blog finden Sie entsprechend dann immer die entsprechenden Handelsideen für den Tag, die wir dann hier um 8.30 Uhr gemeinsam miteinander besprechen. Und sobald die Besprechung zu Ende ist, stelle ich entsprechend das Video in den Tageschart bzw. in die Tagescharts mit rein. Das heißt, hier unten drunter gibt es dann immer aktuell die Videobesprechung. Vom aktuellen Tag ist es immer drinnen. Und wenn Sie dann hier entsprechend auf das Menü draufgehen, dann können Sie die Videoaufzeichnung Ihres Wunschwebinars auch immer wieder anschauen. Also das an dieser Stelle als kleiner Hinweis. Und dann einen schönen, erfolgreichen Montag. Gute Trades und bis morgen. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel.